So, wir fahren jetzt nochmal auf den Deusotep, das dritte Mal jetzt, glaube ich, um Sonnenuntergang zu sehen. Und jetzt nehmen wir gleich den Tuk-Tuk und fahren da hoch, wenn wir uns die Schuhe angezogen haben. So, jetzt gehen wir auf die Straße. Halten. Richtig, das ist richtig laut. Ja. Jetzt holen wir uns so ein rotes Dingsbums da wieder. Mal gucken, ob das geht. Song Tao. Song Tao. Das war nix. Also 300 Baht, um auf den Tempel hochzufahren. Wir müssen viel, ne? Das ist eigentlich so ein ganz schöner Weg. Also Hunde, See. Ich komme. Ich frage lieber wieder, warum mitten in den Weg musst du sowas machen? Sowas? Mitten im Weg? Jetzt muss man da so rumlaufen. Gibt aber noch schlimmere Sachen. Sehen wir gleich. Jetzt heißt es wieder die Straße überqueren mit Santa. Heute die Kreuzung in Chiang Mai. Naja, wird gleich wieder lustig. Pass mal auf. Ah! Oh mein Gott. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja, ganz normal. Ganz normal. Der Lauf. Teil 2. Ich weiß auch nicht, wer sich sowas einfallen lässt. Also blind sein darfst du hier nicht. Wenn du da irgendwie zu lang bist oder zu groß, zack, ist die rüber. Da sind einfach mal so Schilder in Kopfhöhe eingebaut. Ja, ja, stößt du dir halt dann mit der Kante vom Schild in den Kopf auf. Hier kann man übrigens ganz gut essen. Und hier habe ich mir die Haare schneiden lassen. Da kann man auch Bananen kaufen. Ein Friseur, der Bananen verkauft. Geil. Aber hier kann man ganz gut essen. War ich jetzt schon 5 Mal. Heute aber nicht, wir haben eine andere Mission. Da oben wollen wir jetzt hin. Und dazu müssen wir jetzt nochmal mit einem anderen Tuk-Tuk fahren. Aber erstmal wieder hier Frogger spielen. Okay, los, go, 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 go! Irgendwie haben wir kein Glück. Heute jetzt sind nicht. Wir an der Sammelstation. Heute leider nicht. Zum dritten Mal an der Sammelstation. Normalerweise funktioniert es immer. Heute fährt man hoch und runter für jeweils 100 Baht pro Person. Wir wollen aber nur hochfahren, weil der gute Mann, wenn er hoch und runter fährt, wartet eine Stunde. Eine halbe Stunde. Aber wir wollen durch den Sonnenuntergang sehen. Aber jetzt, pass auf, stell dir vor, du bist blind und dann passiert sowas. Willst du das mit deinem Stock sehen? Das geht doch nicht. Das Schild ist in Hüfthöhe angebracht. Was soll der Quatsch? Und hier ist ein Teil. Guck mal, ich passe genauso durch. Naja, müssen wir halt noch ein Stück weiterlaufen und gucken, dass wir da irgendjemanden finden, der uns hochschleppt. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch schön, oder? Liegt hier so auf dem Weg alles. Das auch. Das. Stacheldraht, wenn du stolperst, fällst du in den Stacheldraht. Da kommst du so an, so ganz nichtsahnend und dann, ja, bam. Ja, scheiße. Und dann, wenn du in dem Schild ausgewichen bist, hast du hier das Kabel. Das kommt immer näher und immer näher. Und wenn du zu groß bist, dann bist du am Kabel dran. Wenn du das Schild überlebt hast und das Kabel überlebt hast, dann kommt die zweite Herausforderung. Es ist noch nicht vorbei, denkst du so. Ah, okay. Was ist das?
Und wenn du an dieser Delle mal guckst, ne, da sind schon ein paar Leute gegengelaufen und wieder ein Schild in Brusthöhe eingebracht. Also nachts ist schon gefährlich. Tagsüber ist auch gefährlich. Wenn du nichts siehst, ist sowieso unmöglich. Hey, da klingelt einer. Will er uns jetzt mitnehmen? Wir gucken mal. Ich bin einfach vorbeigefahren. Na klar. Ja, jetzt sitzen wir hier und warten 10 Minuten. Nee, auf 10 Leute. Wie lange das dauert, wissen wir nicht. Ich glaube, das wird nichts heute. Müssen wir halt woanders hingehen. Ein Barber. Ich kann nicht traurig genug gucken, sonst hätten sie uns vielleicht schon hochgefahren. Halt warten. Erstmal die schlechten Nachrichten. Wir sind leider nicht fündig geworden. Oh, Vorsicht, eine kleine. Zeig doch mal. Kleine Bordsteinkante. Also, der Fahrer hat jetzt nochmal versucht, mit uns zu sprechen und hat gesagt: Ja, ich fahre euch da hoch und dann warte ich da auch, solange ihr wollt. Ja, 200 hoch, 200 runter pro Person. Das ist zu viel. Fahre ich lieber morgen früh nochmal hoch. Egal. Er fährt ja sowieso da hoch. Aber er hat keinen Bock, uns mitzunehmen. Selbst für den Preis, den wir ihn jetzt zahlen wollten, hat er keine Lust. Dann eben nicht. Fahren wir morgen nochmal. Das Lustige ist ja, er fährt jetzt eh da hoch, um dann 10 Leute einzusammeln, wieder runterzufahren. Hätten doch handeln können. Doch. Und er hat gefragt, wie viel gibst du mir? Hier auf dem Flohmarkt. Aber hier auf dem Flohmarkt muss man ja auch nicht jedes Angebot mitnehmen. Den 6. Ich hab keinen Bock mehr zu fragen, ich fahr jetzt zum was anderem. Der war besoffen. Voll und der hat gerade mal sehen, wo er jetzt hinfährt. Der war völlig betrunken. Und dann fährst du so, wow. Und in dem Fall denke ich so, wenn er mit für 10 Sparte hochfahren würde, würde ich es trotzdem nicht machen. Der Typ war so strunzend voll. So ein Weg. Und bei dem Weg lieber nicht. Dann eben nicht. Guck mal, die Mönche. Ja, das mit dem Tempel war ja ein Reinfall heute. Was sagst du? Gut, aber ich habe ja gesagt, es gibt auch gute Nachrichten. Und jetzt sind wir halt am Wasserfall. Da sind wir wieder. Nochmal am Wasserfall, wie gesagt. Nachdem das mit den Taxis nicht so gut geklappt hat, ist das hier die nächste Möglichkeit, um irgendwas zu sehen heute. Auch nicht schlecht, oder? Oh mein Gott, Leute, ich habe sie gefunden. Die größte Spinne ever. Sie hat sie noch nicht gesehen, deswegen guckt sie noch ganz entspannt. Aber guckt euch dieses Teil an. Da oben, da hängt sie drin. Seht ihr jetzt noch nicht, aber ich werde dafür werd ich sorgen, dass ihr die seht. Oh mein Gott, ich komme nicht näher ran, aber die ist riesig. Sowas möchtest du nicht in deinem Zimmer haben. Eigentlich wollten wir ja noch den Weg hier lang gehen, um euch den Wasserfall noch mal von oben zu zeigen. Aber nachdem wir die Kollegin Tarantula da oben gesehen haben, nehmen wir jetzt einen anderen Weg. Woanders lang. Nach Hause zum Beispiel. Oder so. Das hat doch was Schönes, oder? Vielleicht ist es sogar besser als der Tempel gewesen. Tempel können wir morgen immer noch mal machen. Aber das hier war doch jetzt ganz nett. Hat auch nichts gekostet. Spar-Hi-Fi.
also nachdem wir also jetzt hier hochgelaufen sind und nicht dahin gekommen sind, wo wir eigentlich hin wollten, gehen wir jetzt gleich wieder runter. Essen. Abendessen. Abendessen. Bis gleich. Vor das Abendessen hat Gott aber den Rückweg gelegt. Und der ist lang und beschwerlich. Und dann werden wir natürlich wieder von Tuk-Tuk-Fahrern angequatscht, die uns, hoffentlich wieder betrunken, ne? Die uns irgendwo hinfahren wollen. Ich habe aber keine Lust. Außerdem wollen wir zum Sushi-Platz und der ist gar nicht so weit weg. Wird lecker. Ja, und eigentlich sind das hier alles Millionäre. Wir haben gerade wieder gesehen, dass da eine in der schäbigsten Hütte mit einem Laptop sitzt, einem riesen Bildschirm sitzt und da tradet. Bitcoin oder Ethereum oder irgendwas tradet und ja, von wegen hier, wir sind alle arm und müssen hier irgendwie Vogelfutter verkaufen. Und der Hund. Ja, es ist jetzt schon wieder Sonnenuntergang, es geht jetzt hier ganz schnell, Sonne geht weg, zack, es ist dunkel hier. Und naja, stolpern wir halt den Weg runter. Was für ein Spiechen, ich meine. Ja, die müssen jetzt Touris vom Berg kratzen. Wieder ein bisschen Geld absuchen. Runterkratzen, die Touris vom Berg runterkratzen. Ja, und jetzt haben sie nicht angequatscht, so nach dem Motto, ey, wie war es beim Wasserfall? Mhm. Kein Schwein interessiert sich für uns, nur dann eben nicht. Ich weiß jetzt, warum die Thailänder Schlitzaugen haben. Sag nichts mehr. Und zwar, weil die ganz schnell Moped fahren und keinen Helm auf haben. Was hast du denn da? Chicken. Ich habe einen leeren Teller gekriegt. Naja. Rotes Curry mit Hähnchen und aber ohne Reis. Blöde Sache. Vergessen Reis zu bestellen. Ja, muss diesmal ohne gehen, ne? Ja, da haben wir jetzt lecker gegessen für 188 Grad. Ist egal, wie viel das ist. Und jetzt gehen wir noch mal ein Eis essen. Nur das Eis hat Gott aber den BH-Laden gestellt. Den Schuhladen. Und das Gewusel natürlich. Und den Klamottenladen. Vom Eisladen. Aber das ist noch ein Scheiß. Klamottenchef. Ich werd gekloppt, ey. Der Eisladen ist da hinten um die Ecke. Aber irgendwie ist immer irgendwas im Weg. Aber ich habe nichts gekauft, aber auch nichts gefunden. Ja, Zeitverschwendung, wie ich das nenne, ne? Endlich am Eisladen angekommen. Jetzt füllt sie so ein schmieriges Formular aus. Und dann geht's los. Wähle weise. So, da ist das gute Stück. Nach langem Warten das Rolleneis. Oh, lecker. Hau rein. Der passt ganz alleine auf, geleckert das Ding. Bis zum Horizont eine Fressmeile. Unsere Küche. Und es hört nicht auf. Jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Und das
müssen aber noch ein Stück laufen. Ein ganzes Stück. Sehr weit. Und ich muss pullern. Es geht ja immer schneller, weil wir beide pullern müssen. Oh, hängt die Kabel lustig. Das ist auch scheiße. Das ist einfach mal so ein Graben. Einfach so. Da geht's runter. So ähnlich wie in Griechenland, wo ich damals reingefallen bin. Beim Frogger-Spielen ist wichtig, immer die Frau vorzuschicken. Jetzt rennt sie weg, weil sie pullern will. Weil sie zuerst aufs Klo will. Hat aber vergessen, dass ich den Schlüssel habe. Ja, fast in die Scheibe gerannt, ne? Hast du nicht was vergessen? Das war wohl nix. Oh, ich muss so Der fällt erstmal hoch. Fällt erstmal hoch. Dann fährt er runter. Bleibt nochmal stecken. Dann fährt er nochmal runter. Obwohl er schon unten ist, fährt er dann nochmal hoch. Ja, nun. Der Wasserfall vorhin war sehr schön, nicht wahr? Mhm. Viel Wasser ist da den Bach runtergelaufen. Sehr viel Wasser. Oh, so viel Wasser. Nicht, wenn ich die hier hab. Eine. Oh. Tschüssi, sagt sie. Geht einfach. Naja, ich glaube, das war's dann auch für heute. Mehr passiert halt nicht. Außer, dass wir vielleicht noch das Packlisten-Video machen. Aber das gibt's dann irgendwann später nochmal. Und ich denke mal, wir sehen uns dann vielleicht irgendwann nochmal. Vielleicht habe ich auch gar keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. Und dann war's das einfach mit diesem Vlog. Macht's gut. Tschüss.